Wir freuen uns auf ein schönes Fußballspiel. Manni Breukmann und Frank Buschmann. Und Manni, ich kann es kaum erwarten. Spannung liegt in der Luft. Und der Mann für die schwierigen Entscheidungen heißt heute Libor Čechmánek. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Die Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Er konnte passen! Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Vom Ball getrennt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Geht er rein? Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Achtung, jetzt! Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Und er bekommt Hilfe. Genau richtig eingeschätzt, diese Situation der Keeper. Er kann den Ball halten. Da wird er vom Ball getrennt. Eine Rangelei um den Ball. Jetzt kann er flanken. Kann er diese Flanke verarbeiten? Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Dieser Angriff ist erstmal gestoppt. Wunderbar herausgespielt. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Alles
das richtig gemacht. Hier bis zu dieser Situation und dann versucht das vielleicht ein bisschen zu genau. Souverän geklärt. Ja, er grätscht da rein. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Da setzt er zur Grätsche an. Und die Abwehr aufmerksam. Ja, der Junge ist schlau. Er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Der Ball ist frei. Ja, da kommt was auf uns zu. Fliegt in den 16er. Vorsicht, Kopfball. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Balleroberung. Was machen Sie jetzt draus? Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Zu früh gestartet, abseits. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Jetzt sagt der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ballbesitz. Und Achtung, genau hingeschaut. Es war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Die Flanke kommt nicht durch, wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Flanke. Also die Chance hat er vertan. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Das weiß ich aber auch nicht so genau. Hätte man auch auf Vorteil entscheiden können. Der Angriff wurde gestoppt. Ein Versuch der Balleroberung. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Gehalten zunächst. Erstmal nur abgewehrt. Trainer
Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Gut angenommen und behauptet. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Ja, da kommt was auf uns zu. Sofort abgezogen und... Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. So kann man sich befreien. Die Abwehr steht gut. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Tolle Flanke. Klasse, wie hier der Torhüter reagiert. Voller Einsatz gegen den Mann. Jawohl, abgefangen. Ja, da kommt was auf uns zu. Den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Großes Lob an den Torwart, wie er die Situation eingeschätzt hat. Alles richtig gemacht. Da wird er vom Ball getrennt. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Ständig schießen sie aufs Tor, aber sie treffen nicht. Ich verstehe auch nicht, was ist das für eine Chancenverwertung? Also das rächt sich, wenn du diese Dinger liegen lässt. Die Pause ist vorbei, es ist alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Die Flanke kommt gut. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen.
Versuch der Balleroberung. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Kopfball. Und der ist drin. Also dieses Tor, das passt überhaupt nicht im Augenblick. Nee, vor allem passt das nicht zur glänzenden Leistung des Keepers bisher. Aber gut, sind wir ehrlich, Manni, du kannst auch nicht jeden halten. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Und die Abwehr aufmerksam. Er lässt das Spiel weiterlaufen, Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh, da freut sich das Auge. Was für ein Pass. Das wird gefährlich. Das war ganz wichtig, dass der Verteidiger da zur Stelle war. Und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Und schon wieder Eckball. Soll mithelfen, die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Und er versucht es mit dem Kopf. Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Tja, das ist immer wieder erstaunlich. Hier sehen wir es auch, wie schluderig man mit Eckstößen umgehen kann. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Na, da entwickelt sich möglicherweise was. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Pass. Gut geklärt hier und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ganz souverän gehalten vom Keeper. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Er bringt noch mal einen frischen Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert werden kann.
Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Und jetzt! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Hier sehen Sie im Vergleich die Statistik der Torschüsse von heute. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da wird er vom Ball getrennt. Die Situation ist bereinigt. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0:3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Könnte sich eine Chance entwickeln. Können Sie die Flanke verwerten? Was ist mit dem los? Irgendwie kommen heute seine Pässe nicht an. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ist denn der Ausgleich kein erstrebenswertes Ziel? So sah es jedenfalls aus bei dieser Möglichkeit. Er will taktisch noch mal was verändern. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Es ist nicht mehr so lange zu spielen, aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Er spielt den Ball zurück zum eigenen Keeper. Ein Versuch der Balleroberung. Schöne Flanke. Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Wer kann sich hier am Ball durchsetzen? Toll, wie er das macht. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Ein Traumtor, ein irres Tor, ein sensationelles Tor.
Absicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Vorbei das Ding. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Guck mal hin! Daneben! Erfolgreicher Zweikampf. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Erfolg. Oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Besser kannst du nicht köpfen, aber der Torwart, er ist da. Hinten gut gestanden, vorne zwei geschossen. Endresultat 2:0. Weg mit diesem ganzen ergebnisorientierten Fußball. Wir wollen genau das sehen. Der Taktikfreak wird sagen, was war da denn los? Der Fan wird sagen, zauberhaft. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.